Wunderschönen guten Tag, meine lieben Friends. Hiermit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Letzte Folge ging es gut ab. Jetzt sind wir wieder hier. Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet mit dem netten Konstantin. Ich traue dem Typ immer irgendwie noch nicht. Kommt mir noch ein bisschen leicht komisch rüber. Synchron. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Längst wieder am Arsch gewesen. Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Zwei Entwickler. Das ist nicht gut. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Utzbatzbam, Freunde. Ja, ein bisschen Übung, ne? Lohnt sich das? So. Könnten wir wahrscheinlich noch nicht betätigen, oder? Oh Mist. Und jetzt? Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ah, irgendeinen Weg finden wir schon. So, hier hat noch irgendwas geglitzert. Bewegen. Ah, wie die aussieht. Ganz anders. Da muss ich hin. Gleich. Da hinten nehme ich noch. Das war nämlich noch da was. Da waren nämlich noch Pilze. Machen wir mal Munition. So, bewegen. Gut, das wird ja nicht allzu schwer sein. Muss das? Vielleicht kann ich die Seile durchschneiden. Was ist los? E? F? Lass mal los. C. Ah. Bis ich das rausgefunden hatte. Könnte nützlich sein. Kampfmesser. Nice. Seil abschneiden. Drücken Sie in der Nähe des Fs. Aha. Jetzt haben wir auch das gelernt. Und das kann sie nicht mit einer Kampfaxt zum Beispiel. Naja. Sie in der Nähe. Wo ist sie in der Nähe?
Ach, da. Lol. Jetzt könnten wir doch mit dem Seil irgendwas verbinden, oder? Okay. Ja, letzte Folge war ein bisschen fail, Freunde. Schon wieder etwas länger her gewesen. Haben wir hier noch irgendwas zu einsammeln? Weil sie hat gerade noch was eingesammelt. Aufzug ist da. Lang gehen können. So, hier auf jeden Fall. Da? Nee. Oder? Ach doch. Okay, es sah jetzt nicht so stabil aus, weil es gerade schon so Texturen waren, die nicht so stabil aussehen. So, jetzt geht's wahrscheinlich da links rüber. No. Okay, diese Folge wird auf jeden Fall besser als in der letzten Folge, Freunde. So, rechts geht's nicht lang, also geht's links lang. Und hüpf. Sehr schön. Können wir den auch zu buchen? Nicht da. Okay. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Tja, wer will das nicht? Okay. Gehen wir mal weiter. Bogen haben wir, okay. Hier gibt es noch Pilze. Die nehmen wir uns gerne mit. Ist sonst noch was, was hier so dunkel ist? Das ein Teil der verlorenen Stadt sein. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. So. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen, auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Hm. Okay. So, das sieht aber auch schon so gefährlich aus. Okay, aber ich finde halt, das Spiel macht es wirklich einen echt so einfach. Das ist jetzt so, man kann es sich das nicht auswählen, wisst ihr, wie ich meine? Also, ich konnte es mir ja nicht aussuchen, ob ich es jetzt will oder nicht, sondern es wurde jetzt einfach so beschlossen. Ja, okay, hier hast du ja sowas, weißt du. Finde ich ein bisschen blöd. Es macht es zu einfach, finde ich. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Hm. Könnte interessant werden. Pistole. Ja, die macht halt nicht so viel Schaden, wa?